Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei dem kurzen Video. Ich habe euch eine Prediction gegeben zum DFB-Pokal. Jetzt kommt das Ergebnis. Ja, FCK gegen Nürnberg. Ich habe den FCK vorne gesehen. Das habe ich geschafft. 2-0 hat der FCK gewonnen. Dann Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf. Ich hatte Düsseldorf vorne gesagt und es ist tatsächlich so eingetreten, auch wenn Magdeburg gut gespielt hat. Dann Gladbach gegen Wolfsburg. Da habe ich allerdings Gladbach im Rückstand gesehen. Da haben sie mich überrascht. Gladbach hat gewonnen. 1-0 gegen Wolfsburg nach Verlängerung. Dann war auch ein Abendspiel. Homburg gegen Pauli. Ja, da war es dann natürlich eindeutig. Pauli war mindestens anderthalb Stufen zu stark. 4-1 hat Pauli in Homburg gewonnen. Leider der Regionalligist raus. Dann am Mittwoch Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt. Da habe ich natürlich auf Eintracht Frankfurt getippt. Das wurde mir dann natürlich anders gezeigt. Saarbrücken hat die Überraschung geschafft, als Drittligist ins Viertelfinale einzuziehen. Respekt und Kollegen, viel Spaß da. Bayer Leverkusen gegen Paderborn. Ja, das war dann natürlich der einzigste Tipp an dem Tag, der überhaupt funktioniert hat. Bayer Leverkusen hat gewonnen, 3-1 gegen Paderborn, klare Sache. VfB Stuttgart gegen den BVB, das war das Überraschungsspiel, was ich gesehen habe. Ja, dass BVB nach den Erfolgen der letzten Wochen und Tage natürlich gar nichts mehr hingekriegt hat, war doch schon etwas überraschend. Aber weder ein Abschluss noch irgendwie eine Torchance war irgendwie möglich, also komplett für den Arsch. Ja, VfB 2-0 gegen BVB. Das war natürlich eine Überraschung und die größte Überraschung kommt am Ende. Die Hertha BSC Berlin aus gegen den HSV. Ja, sagen wir mal so, wenn der HSV sich zweimal einen Sieg wegnehmen lässt, dann haben sie auch nicht verdient weiterzukommen, ganz einfach. In der 90. Minute haben sie sich das wegnehmen lassen und in der 120. Minute nochmal. Ja, und dann haben sie auch nicht verdient, im Elfmeterschießen weiterzukommen. Das war meine kurze und knappe Einschätzung zu den Spielen und die Ergebnisse dazu. Ich danke fürs Zusehen, wünsche einen angenehmen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.